Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin Dr. Wolfsetz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter, versuchen unsere Kolonie zu retten. Das Ganze ist, noch möglich, würde ich sagen. Inzwischen steht eine relativ sichere Energieversorgung. Sicher in der Form, dass wir hier drei Hydrogengeneratoren haben und das Hydrogen hier zugeführt wird über diese Elektrolysegeräte, die auch noch Sauerstoff für unsere Kolonie bringen. Und wenn wir da mal reinschauen, da sieht es momentan tatsächlich sehr gut aus. Eigentlich sind alle Bereiche sehr gut atembar. Also der Job, das hier hat funktioniert. Allerdings auch ein bisschen auf Kosten von Wärme, denn das ganze Zeugs hier bringt ordentlich Wärme rein. Wir haben zwar eine Isolierung, aber natürlich nicht für Geräte, also nichts für alles, was innerhalb unserer Kolonie passiert. Das hätten wir eigentlich woanders bauen müssen. Steht jetzt hier, wir werden es später wahrscheinlich woanders hinbauen oder außerhalb unserer Isolierung irgendwie errichten. Im Moment ist das aber alles, was wir machen können. So, was wir jetzt noch machen, wir werden das Dreckwasser weiterverwenden. Wir sind ja eh schon dabei, das hier zu verwenden. Wir können das allerdings noch verbessern oder erweitern. Hier läuft das Wasser und wir sehen, es ist eh Stau. Hier wird gerade gar nichts mehr angenommen. Wir können also das Wasser auch in diese Farmen laufen lassen. Und die müssen wir jetzt aufwerten. Wir haben inzwischen bessere. Mal eben schauen, wo die sind. Die müssten ja bei Food sein. Die hydroponische Farm. So. Ich werde jetzt mal eine hier hinsetzen, an diese Stelle. Must be built in unoccupied space. Wir müssen also erst abreißen. Na wunderbar, das wird nicht leicht. Ja doch, eigentlich schon. Passt auf, ich reiße diese hydroponische Farm ab. Hoppla, so. Diese alte Farm. Und wir bauen da eine hydroponische hin. Super. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt abgerissen wurde. Ah, natürlich. Ist doch nicht zu fassen. Da muss man echt aufpassen. Müssen wir sie sofort wieder herstellen. Vielleicht auch direkt auf Prio 9. Denn sonst ist hier nichts mehr mit Energiegewinnung, wenn das hier nicht weiterläuft. So, egal wer das abgerissen hat, der soll jetzt bitte sofort kommen und das wieder herrichten. Pass auf, jetzt haben wir kein Metall mehr. Genau für dieses eine Stück. Ne, da ist es. So, und jetzt läuft es auch weiter. Wieder höchste Zeit. An der Größe der Kästchen hier auch mal schön zu sehen, sieht man auch die Menge. Das heißt, das sind hier immer so kleine Portionchen. Da, wo es gerade gestaut hat, ist dann halt ein bisschen mehr mal. So, auf jeden Fall ist die Farm jetzt hier weg. Moment, jetzt ist das Wasser auch abgerissen. Ich glaube, ich habe alles abgerissen. Mein Fehler, wenn ich auf X drücke, ist All ausgewählt. Auf dieser Ansicht will ich aber eigentlich nur Buildings haben. So. Jetzt müssen wir das Rohr auch noch wieder herstellen. Das ganze Wasser ist schon rausgelaufen. Das verschmutzte Wasser auch noch. Also ist mal gerade ganz schlecht. Mann, Mann, Mann. Ja, da läuft es schon runter. Müssen wir alles aufwischen. So, das Rohr ist wieder da. Und jetzt bauen wir hier so eine Farm hin. Und die wird dann direkt auch bewässert, weil hier läuft schon das Schmutz... Mein Gott, so hier läuft schon das Schmutzwasser hin. Ich drücke mal die 3 für die Geschwindigkeit. In vielen Spielen ist 1, 2, 3 so für die Geschwindigkeit. Hier geht es aber mit der Tab-Taste. Und 1, 2, 3 ist halt hier unten sind diese Baumenüs. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Und ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. So, wenn die hydroponische Farm dann gleich mal gebaut ist, ich glaube, wir könnten die mal eben ein bisschen hochsetzen. Dann sehen wir nämlich, dass die direkt mit Wasser versorgt wird, weil das Rohr hier schon herläuft. Circuit overloaded. Strom ist jetzt natürlich overloaded in vielen Stellen, weil wir Strom einführen hier oben in das Netz. No power consumers. Ach, da fehlt noch eine Leitung, sehe ich gerade. Okay. Also wir führen jede Menge Strom ein. Und das ist für die Leitungen nicht so doll. Die können dann auf Dauer kaputt gehen. Aber jetzt will ich tatsächlich erstmal
dieses Ding jetzt zeigen. So, da ist die hydroponische Farm. Da können wir jetzt auch Mealwood Seed wieder bauen. Könnten aber auch andere Sachen machen. Thimble Reed. Jetzt muss ich mal schauen. Reed Fiber. Ich glaube, wir brauchen für die Anzüge auch entsprechend was. Aber jetzt brauche ich erstmal das. So, Mealwood Seed. Wie gehabt. Und die Bewässerung, das gucken wir uns auch noch eben direkt an, die findet halt eben hier auf diese Art und Weise schon statt. Und da darf ruhig das Spritzwasser genommen werden. Tolle Sache. Deswegen werden wir hier auch direkt eine Leitung führen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass das halt Schmutzwasser ist. Und wir müssen da auch rüber, weil hier geht's weiter. Da haben wir noch ein paar mehr, die werden wir auch umstellen. Jetzt ziehen wir das hier rüber und bauen hier die Brücke hin. So. Und dann werden wir die hydroponischen Gärten abreißen. Die alten. Ja, wir warten jetzt erstmal, bis das Rohr da ist, weil die alten Farmen, besser gesagt, die brauchen kein Metall. Die neuen brauchen, glaube ich, auch keins. Was die aber brauchen, ist Erde und... Die brauchen Kupfer. Oh nein, nicht ernsthaft. Die brauchen nur Schmutz. Die brauchen 100 Kupfer. Okay, dann, wie gesagt, erstmal das Rohr und dann sehen wir weiter. So, diese drei Elektrolysegeräte, die... Ja, ich habe so den Eindruck, dass die nicht genügend Hydrogen erzeugen. Hydrogen ist ja ein Abfallprodukt hier bei der Erzeugung des Sauerstoffs. Und ich glaube, das könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Vielleicht wären 4, 5 Geräte besser. Kommen nämlich nur sporadisch kleine Portionchen hier über. Das ist halt ein bisschen schade. Und das reicht kaum, um hier eine kontinuierliche Stromerzeugung zu gewährleisten. Wie man auch an den Batterien sieht, die gar nicht voll sind, weil jetzt alles auch abgegeben wird ans Netz. Vielleicht sollte man das nochmal unterbrechen. Nee, wir lassen das jetzt erstmal laufen. So, wir gucken jetzt mal, was für Duplikanten da sind. Ich werde keinen nehmen wahrscheinlich. Interesse. Farm, Kochen und Farm. Bauen. Oh, bauen. Der hat plus Farming. Nee. Die lehnen wir mal alle ab. Dann lädt sich das hier nämlich mal neu auf und blinkt nicht die ganze Zeit rum. Und ich glaube, wir bauen mal jetzt einen Kühlschrank. Den brauchen wir nämlich auch schon ein bisschen länger. Da ist er, der Kühlschrank. Und den stellen wir dann hier oben rein. Ganz zum Anfang. Ah, die neue Toilette ist fertig. Oh mein Gott, ist das gut. Das heißt, wir verbauen neue Rohre. Und zwar hier. Und ich würde das jetzt tatsächlich mal ein bisschen anders machen. Und zwar so. 1, 2, dann Waschbecken. 1, 2. Zwei Toiletten, zwei Waschbecken.
höhere Prio. Sehr schön, dann kann jetzt diese Toilette weg. Und wir können das erste neue Waschbecken bauen. Ah nein, ich habe vergessen, die Rohre. Also, ihr habt mir gesagt, dass man die Rohre entleeren kann, bevor man sowas hier macht. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ist die Frage, wie leert man die Rohre? Empty Pipe, ja. Mit Empty Pipe kann man Rohre entleeren. So, das erste Waschbecken steht Richtung links. Das heißt, wir können ein Waschbecken abräumen. Da fehlt scheinbar noch ein Rohranschluss. Oh ja. So. So, dann bauen wir das nächste Waschbecken. Ebenfalls Richtung links und wir können das letzte Waschbecken abreißen. Und jetzt bauen wir da noch zwei Duschen hin. So, so der Plan. Die finden wir unter Plumbing, Shower. Und da kommen zwei Stück hin. Eins und zwei. Und dann können unsere kleinen, niedlichen Duplikanten endlich das allererste Mal eine Dusche genießen hier. So, erstmal die leeren, die Rohre, die noch voll waren, alle wieder entleeren. So, und die Duschen stehen jetzt hinter dem Waschbecken, weil es klar, ne? Wenn die geduscht haben, brauchen die sich nicht mehr die Hände waschen. Das müssen sie nur, wenn sie auf die Toilette gehen. So, jetzt haben wir hier unten auch ordentlich Wasser drin. Na, vielleicht stellen wir da mal was rein. Ich lasse das mal so. Tja, und mal gucken, wer die Dusche zuerst benutzt. Ich bin ganz gespannt. Wird wahrscheinlich in der Worktime eh nicht passieren. Wir sollten vielleicht auch noch ein neues Forschungsprojekt aktivieren. Und dann würde ich sagen, Healthcare, Händedesinfektion haben wir hier, ein Medizinschrank, Sensoren für Rohre und Leitungen, also für Gasrohre, also für hier, wie heißt es, für Lüftungsrohre und Flüssigkeitsrohre, die nach Bakterien oder bei Bakterien Alarm geben, dann erforschen wir die doch mal. So. Circle Overload, ja, wissen wir ja.
Der Kühlschrank ist fertig, genau. Haha, den habe ich ganz vergessen. Da kommt jetzt natürlich erstmal alles rein, und zwar alles, was essbar ist. Dann, ja, da gibt es jede Menge. Das heißt, wir können hier diese Box mal ausschalten. Da soll erstmal nichts mehr rein. Die werden wir dann wohl abreißen. So, hier liegt jede Menge rum und ich glaube, dass Düna gerade, jawohl, Düna hat das alles schon mal eingelagert und wir haben das erste, die ersten Speisen hier drin, da. 6,3% Leislauf, also Mehllausbrot. Wisst ihr was, ich reiß diese Box mal ab. Kriegen wir ja ein bisschen Metall für wieder, hoffe ich mal. So, hier ist eine Stromleitung kaputt, das ist schlecht. Jetzt einer kommen und das reparieren und wir müssen jetzt die Stromnetze halt trennen. Fangen wir damit mal an. Gehen wir in die Overlay. Und ich würde sagen, dieser Strang versorgt einschließlich der Grillstation. Wie viel Watt haben wir denn hier? 120, 60, 120, 200, ja, da unten ist auch noch was. Die Pumpe. Oh, die Pumpe. Dann nehmen wir die hier raus. Dann machen wir hier den Cut. Und hier den Cut. So, jetzt müssen wir nur warten, dass einer kommt. Was eben abreißt. Na komm. Jetzt schlafen sie. Ist okay. So, jetzt sind die Batterien wieder leer. Jetzt steht alles still. So, komm, muss schneller gehen. Da, die ersten Leute duschen. Wer ist es? Askarium und Goli genießen die Dusche in Klamotten, wie es aussieht. Ja, wir gehen davon aus, dass das Badeanzüge sind. Die haben sich gar nicht nackig gemacht. Gibt's ja gar nicht. So, ah, die Verbindung ist getrennt. Das heißt, wir haben hier den ersten Stromkreislauf. Der ist aber auch noch belastet. Das liegt daran, dass wir hier oben diese kleinen Stationen haben, die Small Power Transformers. Können wir schon die dickeren bauen? Können wir. Dafür brauchen wir aber das raffinierte Metall. Ja, ja, da wird's dann kompliziert. Naja, aber es ist vielleicht nicht mehr ganz so stark unter Spannung wie vorher. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Dann machen wir die nächste Trennung. Hier würde ich sagen. Und hier. Und hier. Und ziehen ergo von diesem hier noch eine Leitung runter. So. Das ist dann der zweite Baum. Und ich hätte es lieber gehabt, dass ich auf jeder Etage einen Verteiler gehabt hätte. Also hier hätte ich das gerne gebaut und dann diese Transformatoren auf jeder Etage ein. Aber das hat nicht geklappt. Zumindest noch nicht, weil wir hier überall Schleimbiom haben. Deswegen jetzt halt eben von oben und dann die Weihnachtsbaum-Variante, die ja auch funktioniert. Und wenn wir da die stärkeren Transformatoren anschließen, dann kommen die mit diesen Netzen auch klar. Aber es ist schon mal gut, dass es ein bisschen getrennt ist. Hier ist natürlich noch die Batterie dran. Die auch voll ist. Die könnten wir eigentlich... Warum ist die voll und die gar nicht? Naja, der dritte Baum ist halt eben dieses ganze Zeugs. Und das ist definitiv zu viel, wobei hier natürlich auch Strom reinkommt. Und das lasse ich mal, weil sollte hier oben ausfallen, weil das ja noch nicht stabil ist, dann kann hierüber aber das ganze Zeugs betrieben werden.
Wir bräuchten also hier eigentlich auch noch eine Batterie. Will ich aber im Moment nicht bauen. So, ist es eine Forschung fertig? Welche ist es? Genau, die fossilen Technologien, fossile Treibstoffe. Dann gehen wir weiter im Forschungsbaum und machen die Automatic Control. Dann haben wir den zweiten Teil hier schon mal komplett fertig. Okay, gut. Sauerstoff sieht gut aus, dank unserer Belüftung hier. Alles im grünen Bereich. So, was ist hiermit los mit dieser Pflanze? Zu warm. Ah, das liegt mit Sicherheit an dem Rohr. Passt auf. Oh, nein. Plumbing. Isoliertes Rohr. Bis hierhin. Und das auch alles isoliert. Gibt es die Brücke auch isoliert? Nee. Ja, die ist vielleicht isoliert. Automatisch. Sieht zumindest so aus. Okay, also wir rüsten alle Rohre hier auf isolierte Rohre, damit die nicht mehr so viel Umgebungstemperatur abgeben, weil ihr seht schon hier, durch die Wärme dieses Rohres gibt es hier überall schon Auswirkungen auf diese Pflanzen, weil die in einen Temperaturbereich kommen, in dem sie nicht mehr gut funktionieren. Generell haben wir auch hier ein Riesenproblem und wir müssten hier die Wände eigentlich auch isolieren. Von daher sollten wir hingehen und das auch tun. Wir isolieren das komplett. An vieles kommen die jetzt nicht ran. Das heißt, müssen wir noch mal ein paar Sachen für abreißen. Hier, alles zu warm. Die Luft, die hier rauskommt, ist 30 Grad warm. Das ist auch zu viel. Die kühlt nach oben ein bisschen ab. Aber nicht genug. Das nützt auch nichts zu isolieren, weil hier natürlich eh dann die warme Luft rauskommt. Das ist jetzt so Luft, die man eigentlich durch so einen Kühlraum führen müsste. Hoffentlich kriegen wir das noch rechtzeitig hin. Wir müssten natürlich anfangen, irgendwo hier zu dem kalten Biom zu kommen. Wir können den Schleim ja umwandeln inzwischen. Wir haben dafür eine Veredelungsstation. Hier unter Refinement. Da können wir Schleim zu Algen destillieren. Jetzt kriegen wir mit dem Platz schon langsam Probleme. So, an welches Stromnetz gehen wir jetzt? Das dürfte interessant werden, ne? Tja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Das soll eigentlich natürlich hier unten irgendwo rein. Aber wo noch? Wir kommen nicht weiter raus im Moment. Wir können höchstens diese beiden Laufräder mal woanders hinstellen. Nur wo, ne? Hier oben vielleicht. Die sind ja so als Backup gedacht. Und jetzt haben wir kein Metall mehr. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Okay, also, das sind Probleme, denen wir uns in den nächsten Folgen stellen. Sofern das denn überhaupt noch möglich ist. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat.
Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.